Am Wochenende gab es wieder etwas zum Feiern. Freiberg lud wiederholt zum Freiberger Frühlingsfest ein. Das Fest wurde trotz Regenwetter pünktlich um 13 Uhr durch Oberbürgermeister Sven Krüger in der Poststraße eröffnet. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zum Frühlingsfest. Wir müssen nächstes Jahr wirklich überlegen, ob wir das zum späteren Zeitpunkt machen, weil alle anderen natürlich im Moment noch in der Stadt unterwegs sind, bevor sie herkommen. Und es lohnt sich, heute in die Freiberger Stadt zu gehen, vom Schlossplatz über die Burgstraße, Obermarkt, Töpfermarkt. Die Regenwolken verscheuchte Rollsplit aus Lichtenberg mit Klassikern und Evergreens aus 4 Jahrzehnten Musikgeschichte. Ist nicht auf den Schoß, die Nacht verklagt. Ist nicht Farbenschmelz, noch Kerzenschimmer. Die Freiberger und ihre Besucher nutzen den verkaufsoffenen Sonntag nicht nur für den Einkauf in der Innenstadt. Kfz-Begeisterte zog es in die Burgstraße und Erbische Straße. Gleich an der Ecke zur Kesselgasse stellte das Toyota Autoforum seinen neuen RAV4 Facelift Hybridwagen aus. Ein echter Bolide mit genügend Freiraum und Platzangebot. Kanal 9 Erzgebirge wird Ihnen dieses Fahrzeug nächste Woche im Automagazin näher vorstellen. Aber das war nicht die einzige Neuheit auf dem Kfz-Markt. Das Autohaus Winter zeigte auf dem Schlossplatz seine Topmodelle den zahlreichen Besuchern. Wir präsentieren heute den Kia Sportage auf dem Schlossplatz. Das ist ein neues Allradfahrzeug mit 185 PS. Dieses hat Automatik, wird aber ebenfalls auch als Schaltgetriebe angeboten. Das Fahrzeug wird als Frontantrieb und als Allradfahrzeug angeboten. Die Motorenpalette umfasst ein 6er Normalbenziner, ein 6er Turbo und 2 Liter Diesel als Allradfahrzeug. Weiterhin präsentieren wir den Ford Ranger in der 3,2 Liter Dieselausführung mit Automatik. Dieses Fahrzeug hat eine hohe Anhängerlast von 3,5 Tonnen. Wer dennoch mit Autos an diesem Tag nichts am Hut hatte, informierte sich bei der Modenschau von Sem Fashion auf der Burgstraße über die aktuellen Modetrends 2016. Wir freuen uns ganz sehr, dass trotz des Wetters so viele Interessierte gekommen sind. Herzlich willkommen bei uns zur Modenschau. Wir zeigen Ihnen heute einige Trends für diesen Sommer. Wir fangen an mit Schwarz-Weiß. Wie immer der Klassiker, wird auch in diesem Jahr ein bestimmendes Thema sein. Weiter geht es über Pastelltöne und Nude-Töne mit Wollweiß kombiniert und Blau in allen Variationen, die Trendfarbe dieses Sommers. Sie werden sehen, es gibt kein Outfit, zu dem es keine passende Tasche gibt. Also wir hatten ganz viel Freude bei der Auswahl. Ich hoffe, Sie haben genauso viel Freude. Farbenfrohe Stoffe zaubern den Sommer in die Straßen. Aufgepeppt mit den passenden Täschchen ist die Frau immer ein Hingucker. Elegant, schlicht oder peppig, das muss jeder für sich allein entscheiden. Die Modenschau jedenfalls hat ihre Wirkung bei den Besuchern nicht verfehlt. Das absolute Highlight an diesem Tag war allerdings der Töpfermarkt. Circa 60 Aussteller aus Sachsen und ganz Deutschland sorgten auf dem Obermarkt für echte Marktstimmung und faszinierende Kreativität. Schon im Altertum war Freiberg ein wichtiger Handelsplatz und wirtschaftlich bedeutendste Stadt der Markgrafschaft Meißen mit eigener Münzstätte.
Das Stadtrechtsbuch von 1300 bezeichnet Freiberg als Bergstadt und Marktsiedlung für Nah- und Fernhandel. Auch heute stehen Gefäße wie Vasen, Krüge, Schüsseln, Tassen, Kannen, aber auch Dekoware und Geschirr für den Alltag hoch im Kurs der Besucher. Dabei konnte man zwei Trends beobachten. Zum einen rotes Porzellan in allen Rotfacetten und zum anderen das Blau, schon vom Zwiebelmuster her bekannt, was der Keramik einen bäuerlichen Touch gibt. Die Besucher hatten reichlich Auswahl und nutzten auch gezielt die Beratung am Stand. Fazit kann man sagen, dass trotz verregnetem Wochenendes die Resonanz bei den Besuchern zum Frühlingsfest sehr groß war.